Ja, das Hören ist ja sowieso eine total emotionale Angelegenheit, weil dieser Hörsinn ja quasi direkt mit dem Teil vom Hirn verbunden ist, der entwicklungsgeschichtlich ganz alt ist, viel älter als unser Vernunftzentrum, das zum Beispiel durch Sehen gesteuert wird. Insofern, wie gesagt, ist das Hören immer was Emotionales. Und wenn man davon was verliert, dann glaube ich, tut einem das auch weh. Und das tut einem auch anders weh, als wenn man das Sehen verlieren würde. Ich würde nicht sagen, dass das eine schlimmer ist als das andere, aber es ist einfach was anderes. Und es, glaube ich, trifft einen auch emotionaler, wenn man nur wenig hört oder wenn man gewisse Dinge gar nicht hört. Generell wollen wir den Leuten zeigen, dass sie auf viele Arten hören können, dass sie auch hören sollen, weil wir in einer Zeit leben, in der man eigentlich eher das Weghören trainiert, weil man einfach überlastet ist mit Geräuschen, mit der Anzahl und der Lautstärke der Geräusche. Und genau solche Menschen kommen hier rein, die sind generell nicht sehr hörbegeistert. Und wir wollen ihnen zeigen, dass man sich dafür sehr wohl begeistern kann. Und wenn man das macht so, wie wir das machen, dass man quasi die Klänge über die Knochen in die eigene Hand leitet, sodass sie sich selbst hören können, aber trotzdem was anderes über sich selbst hören können. Ist es so ähnlich, wie wenn sie was Neues über sich selbst erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Yes.